Ich habe von AVM dankenswerterweise noch einen Powerline-Adapter, den 1220E, bekommen. Und laut dieser Anleitung hier kann man die ganz einfach in Betrieb nehmen. Ich bin mal gespannt, ob das auch so funktioniert. Der markierte hier ist mein bestehender. Den hatte ich mit einem individuellen Passwort ausgestattet. Und der hat hier hinten ein eigenes Passwort stehen. Das habe ich jetzt abgeklebt. Aber ja, das habe ich geändert. Und ich bin mal gespannt, ob dann immer noch die Inbetriebnahme so einfach funktioniert, wie hier beschrieben. Man muss einfach mal beide Adapter an den Strom nehmen. So, jetzt sind beide hochgefahren. Was man schön sieht, der bestehende hat gleich Verbindung gefunden zu seinem bestehenden Powerline-Netz. So, jetzt will ich ja den hier einbinden, den neuen, in dieses Powerline-Netzwerk. Ja, wie mache ich das? Laut der Anleitung einfach kurz diese beiden Knöpfe drücken. Mich wundert nur, wer dann welches Passwort dann verteilt wird, weil der hat ein eigenes Passwort und der hat ein eigenes Passwort. Ich bin mal gespannt. Ich drücke mal hier, dann fängt das Blinken an. Und ich drücke mal hier und dann fängt das auch das Blinken an. Das sieht soweit ganz gut aus. Der startet einmal neu und scheint jetzt auch in dem Powerline-Netzwerk zu sein. Die spannende Frage ist jetzt aber, ist mein anderes Gerät, das schon im Powerline-Netzwerk war, auch noch im Powerline-Netzwerk? Das können wir gleich mal prüfen. Und zwar mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich schnappe mir mal ein Kabel, das ich hier rumfliegen habe, und stecke das in eines von den beiden rein. Ist völlig egal, in welchen. So mit Gewalt. Und jetzt zeige ich euch einfach einen Screenshot, auf dem ihr sehen könnt, dass die Verbindung tatsächlich geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, Lob an AVM. Es wurde also das individuelle Passwort scheinbar übernommen, denn mein bestehendes Powerline-Gerät ist weiterhin in dem Netzwerk und das kennt ja nur das individuell von mir festgelegte Passwort für die Verbindung. Also hier auch nichts zu meckern. So schnell kann man ein Powerline-Netzwerk erweitern.